Heidi, warum hast du den Kinnspan, diesen Kauf-Kinnspan von Leit mal feiern, wie sie alle heißen, nicht im Shop? Hatte ich früher, weil ich den selbst früher auch genutzt habe, weil ich keinen Kinnspan finden konnte. Seit ich aber den Kinnspan riechen kann, brauche ich das nicht mehr. Und wenn auch du das willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du am Survival-Shop-Kanal dabei bist. Kinnspan kaufen kannst du natürlich tun. Ich sag gleich eins einmal, ich gebe da unten den Link, da kommst du auf Amazon und dort kannst du dir Kinnspan kaufen, zum Beispiel von Light My Fire oder von anderen Unternehmungen. Den gibt es nämlich nicht nur so in schön raus mit irgendeinem Bändchen, sondern auch einfach roh. Für die, die einen Kamin zu Hause haben oder einen Ofen und gerne Harzgeruch haben beim Entzünden, gibt es die in großen Mengen zu kaufen. Also gebe da unten den Link. Braucht nicht unbedingt Light My Fire sein. So. Aber wir wollten ja darüber sprechen, Kinnspan überhaupt zu finden. Und dazu muss man ein bisschen was verstehen. Und zwar, was ist Harz? Wo finde ich Harz? Werde ich das an Laubbäumen finden? Und sage jetzt ja nicht, doch, ein Kirschen rinnt das raus. Nein, das ist kein Harz, das ist Gummi, ist wichtig. Nein, das wirst du natürlich ausschließlich hier in unseren Breiten, ja, bei Nadelbäumen finden. Und auch nicht bei allen Nadelbäumen, sondern es gibt halt Nadelbäume, die ein bisschen mehr Harz produzieren und einige, die ein bisschen weniger Harz produzieren. Aber die Frage ist, warum tun sie das überhaupt, die Gefraster? Warum bauen Pflanzen Harz? Wäre doch ohne auch cool. Nein, wäre nicht cool. Denn dieses Harz, das ist wie dein Erste-Hilfe-Backerl. So wie wenn du ein Erste-Hilfe-Backerl mit rausnimmst, nämlich sagst, okay, ich habe mich reingeschnitten, oh, rinnt das Blut, dann wirst du auch nicht dann erst beginnen, irgendwelche improvisiert irgendetwas zusammenzubauen, sondern du packst dein Erste-Hilfe-Set raus, marav, und machst Erste-Hilfe. So, das ist die Idee. Und Harz ist unter anderem auch das Erste-Hilfe-Backerl, das hat auch andere Funktionen, aber es ist unter anderem auch das Erste-Hilfe-Backerl von unseren Nadelbäumen. Wozu ist das da? Bäume mögen Pilze nicht. Ich meine, sie mögen auch Hirsche nicht oder Rehe oder andere gut schmeckende Tiere. Ups, habe ich das gesagt? Nein, meine ich ernst, ja. Die Bäume abfressen, das mögen sie auch nicht, aber sie mögen eigentlich auch Pilze nicht. Sie mögen auch irgendwelche kleineren, wie zum Beispiel Borkenkäfer oder anderes Zeug nicht, aber sie mögen Pilze nicht. Und um das irgendwie in den Griff zu bekommen, haben sich Bäume, Nadelbäume, die Harz produzieren, irgendwie ganz gut gehalten in der Evolution, wenn man dran glaubt. Außer, wenn du nicht an die Evolution glaubst, sondern eben an ja, die Kreation glaubst durch Gott, dann hat halt sich Gott das überlegt. Aber dass der Punkt ist, ist es da. Wer auch immer und wie auch immer es entstanden ist. Punkt dabei ist, wie kann ich das nutzen? Und warum erzählt der Rossmann das überhaupt? Der ist doch total irre. Ich wollte doch nur wissen, wie man Kinnspan gewinnt. Kinnspan ist nichts anderes als Harz, nur halt fettwutig, mit Wut verbunden. Weil das Harz, das eigentlich als Erste-Hilfe-Backerl, in unterschiedlichsten solchen Harzkanälen, das ist richtig in den Zellen der Pflanzen drinnen, ist schon wieder viel zu wissenschaftlich, ich weiß, ja, das ist enthalten und das kannst du raussammeln. Das ist einmal das Erste, was wissen und verstehen musst. Das hast du sicher verstanden, da bin ich mir ganz sicher, aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Nicht jeder Nadelbaum hat gleich viel an diesen Harzgold, diesen Tränen der Bäume, wie man sie nennt, oder was auch immer. Und nicht alle bilden dieses Fatwood. Die besten sind meiner Meinung nach hier in unseren Breiten die Kiefern oder Föhren. Da tut mir jetzt leid, also ich mache jetzt sicherlich mit dir keine Kräuterwanderung und auch keine Baumwanderung. Du kannst dich übrigens von mir zum zertifizierten Kräuterpädagogen ausbilden lassen oder sonstiges. Gibt es ganz viel von mir, gebe da auch unten den Link, aber das billigste Eigenwerbung, das wollte ich gar nicht. Aber Kiefer eingeben bei Google, das siehst du dann und das Bestimmungsmerkmal, das verrate ich noch, sind die langen Nadeln. Kurze Nadeln sind es nicht, lange Nadeln, dann kann man auch fast nichts falsch machen, wenn man sich irgendeinen Tee draus kochen will, aber das an einer anderen Stelle. Aber der Punkt ist, wenn du die kennst, wenn du weißt, wie diese Bäume ausschauen, dann ist die Chance, dass du auch irgendwie Kinnspan findest, extrem gestiegen. Ja, so ist das. Aber da musst du ein bisschen schauen. Und bei den Kiefern gibt es jetzt, oder grundsätzlich bei den Bäumen, gibt es zwei Möglichkeiten, um das rauszukriegen. Aber bevor ich da diesen dritten Part erzähle, eine Sache noch. Es kommt nach der Kiefer lang nichts, was Fatwood betrifft. Und damit meine ich jetzt nicht Harz, da gibt es viele andere. Bei der Douglasie, die hat so kleine Beulen draußen an der Rinde, wenn du da reinstichst, kommt das Harz raus. Es kommt bei vielen anderen, Lerchen etc., alle Harz. Nein. Uns geht es darum, wir wollen Fatwood, wir wollen ja das Holz hier. Da kommt nach dieser Kiefer lang nichts und dann kommt die Fichte.
Die Fichte, die kann das auch, aber die ist ein bisschen geiziger. Die macht weniger von diesem Fatwood. Da ist auch was enthalten, aber deutlich weniger. Wirklich deutlich weniger. Aber es geht für den Survival-Notfall in Ordnung. Wenn du Bushcrafter bist und das benutzen willst, dann eher nicht. So, und jetzt kommt der Part 3 von diesem Video. Wie finde ich das? Ich kann dir sagen, dass ich wahrscheinlich so wie du jetzt vom Computer gesessen bist vor vielen, vielen Jahren und mir gedacht habe, ich möchte Fatwood finden und total irgendwie verzweifelt war. Und da habe ich mir ganz viele Videos angeschaut und der ist irgendwie gegangen und hat was abgesägt und da was gemacht und dort was gemacht und da kann man und da tut man und ich habe das gefunden und sowieso und überhaupt. Zwei Sachen dazu. Erstens, lass dir Zeit und sei nett zu dir. Es wird zu dir kommen. Wenn du das Fatwood, wenn du den Kinnspan willst, du wirst ihn finden. Und der Tipp 2, der jetzt vielleicht ein bisschen handgreiflicher ist als mein erster, es wird zu dir kommen, Tipp. So, Konfuzius sagt, suche nicht, du wirst es finden. Sondern Tipp 2, der ist ein bisschen handfester. Und zwar, überlegen wir uns, wo hat denn der Baum möglicherweise sein Harzlager? Wo wird er das haben? Wo wird er sein Erste-Hilfe-Backerl einsetzen? Wo wird er das vorrätig halten? Und die Antwort ist, innen drin. Jetzt wirst du sagen, Reini, auf das habe ich so lange gewartet. Ja, innen drin. Und zwar, wenn du dir so einen Baum vorstellst, dann hat er das einerseits einmal im Kernholz. Er hat es, besonders bei den Kiefern, auch in den Wurzeln. Und er hat es auch in dicken Ästen. Und zwar im Kernholz. Also jetzt nicht ganz innen drinnen, im letzten da auch, aber eher im inneren Bereich. Das klingt komisch, ist aber so. Das heißt, umgefallene Kiefern. Ne? Wenn du in einem Wald bist, also es ist klar, wenn du in einem Monokulturwald bist, wo eine Kiefer neben der anderen steht und immer ein Bauer oder sonst irgendwer durchgeht und schaut und alles durch und ja, immer durchforstet, dann ist klar. Aber wenn das so urwaldmäßig ist, so Waldurlaubmäßig, habe ich das gesagt? Habe ich schon wieder billige Eigenwerbung gemacht? Ja, ich habe billige Eigenwerbung gemacht. Steht da übrigens im Wald, im Buschkräftareal. Wenn du da in so urwaldähnlichen Situationen kommst, wo das Zeug übereinander fällt und sich niemand drum schert, oder es gibt auch hier Kulturwald, das ist ganz klar, aber es gibt hier Bereiche, wo man einfach nicht so gut hinkommt und da halt nicht so viel los ist, dann ist es so, dann liegt dort die umgefallene Kiefer und das ist wie Musik in meine Ohren oder Augen oder in meiner Nase, denn die umgefallenen Kiefern, wenn du die aufschneidest, da wirst du sagen, oh, boah, bist du wahnsinnig. Es kann auch sein, wenn du in einem also wirklich der umgefallene Baum, der da liegt, wenn du da reinsägst, das ist so wie ein Lottosechser. Da hast du einen ganzen Baum voll Kinnspan. Echtes, ungelogen. Jetzt kannst du sagen, okay, ich bin aber nicht in einem Urwald, sondern ich will halt, ja, ich möchte so auch sammeln. Ja, wenn eine Kiefer umgefallen ist, also nach Sturm, immer in den Wald gehen, nicht während des Sturmes, sondern danach in den Wald gehen und schauen, ob die Kiefer endlich umgefallen ist. Denn wenn sie umgefallen ist, dann ist dort die Wurzel. Und in dieser Wurzel, da kannst du immer wieder was finden. Auch Wurzeln, die schon ganz, 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 ganz lange liegen. Umso verrotteter, umso besser. Da bleibt dann in diesem Kern das Fatwood, und das ist ein Schaß mit Quasteln. Habe ich jetzt Schaß mit Quasteln gesagt? Nein, ich wollte gegen Leute mal feiern, nichts sagen, ist mir sogar runtergefallen. Kleine Sündenstraf, der Herrgott sofort. Nein, Spaß beiseite, aber das ist richtig fettig, das ist richtig triefend. Und das ist, was du willst. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar in den Ästen. Du hast den Stamm. Und aus diesem Stamm, da unten ist die Wurzel, kommen ja Äste raus. Und wenn du die absiegst, das geht übrigens auch bei der Fichte, musst du ausprobieren, dann ist da innen drinnen ein Stückerl im Kernholz Fatwood drinnen. Ja, wirklich, das ist kein Schmäh. Ich meine, das ist nicht bei jedem so. Aber da muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Leben und Überleben in der Natur ist halt kein Ponyhof. Das heißt, die Äste, die rauswachsen, absägen und dann reinschauen. Und du wirst es sehen. Das ist oft, besonders bei der Kiefer, ist es natürlich deutlich mehr, aber die sind auch relativ hoch, da kommt man schwer dazu. Aber bei den Fichten nur ganz, ganz, ganz winzig klein. Reicht aber meistens aus, um ein Feuer auf die Schnelle hinzukriegen. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du durch den Wald gehst und sowas hier siehst, was denkst du dann, wenn du es überhaupt siehst? Wenn deine Wahrnehmung überhaupt so weit ist und du nicht nur einfach Wald siehst und grünes Zeug.
Wenn du mehr, wenn du die grüne Wand nicht durchbrochen hast und das wirklich auch siehst, was könntest du da dann denken? Könntest du sagen, oh, ich bin ein Aquarianer und das wäre urcool, da könnten meine Fische drin schwimmen. Ja, möglicherweise. Oder du sagst, ich bin Floristin. Oder Florist, kannst du ja auch Florist sein. Da könnte ich so ein richtig schönes Gesteck draus machen. Auch das könntest du machen. Sind alles übrigens alles Sachen, die ich bei Kursen, meinen Kursen, die ich gebe, sage, und nach was schaut das aus? Das waren zwei Antworten, die ich über die Zeit bekommen habe, die extrem waren, die ich mal gemerkt habe. Das ist nämlich merkwürdig. Nein, wenn du sowas siehst, musst du sagen, oh, Kiesspan? Ja, das ist so ein Stumpf. Das sind die Teile, die übrig geblieben sind. Das ist es. Das ist es. Das alles andere ist schon zermodert und weg. Aber da innen drinnen, da ist noch das Harz drinnen. Da ist der Kiesspan drinnen. Also so ein zerklüftetes Dingsbums hier. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich nennt. Das ist genau das Richtige. Oh, du kannst es nicht riechen. Aber es ist trotzdem so. Ah, nehmen wir den da gleich. Das riecht doch gut. Oh ja, und so schaut das im Innenrennen aus. Außen ist es eine graue Maus, aber innen ist es eine rote, fettige Maus. Ja. Ah. Ah, das ist Kiesspan. Ja, ich meine das wirklich ernst. Schau, so schaut das da drinnen aus. Das ist einfach großartig. Also ich kann da gleich eines sagen, es macht süchtig. Und aus dem kann man sich jetzt natürlich, man kann jetzt das Äußere abschnitzen, abarbeiten. Ich würde da nicht unbedingt den großen Bushcraft-Beaver dazu nehmen, aber kann man natürlich auch, das geht klar. Schau mal, da fangen sie an, fettig zu werden. Das gefällt mir extrem. Nein, okay, ich werde jetzt emotional, aber das muss man auch wirklich werden. Also es wird dir genauso gehen wie mir. Und es ist für mich immer wieder, und das meine ich wirklich ernst, obwohl ich das schon ein paar Mal gemacht habe in meinem Leben, immer wieder neu und schön das anzusehen und das zu riechen. Und wenn ich mit Leuten Trainings mache und die rausgehen, dann ist das auch immer so. Man schnitzt ein paar Mal und dann riecht man wieder. Also dieses kleine Stückchen würde jetzt reichen, könntest du jetzt ein Loch durchbohren und dann ein Schnüdel dranhängen, so wie da hier. Und du kannst ein paar Mal Feuer machen. Ich weiß es nicht. Also klar, natürlich arbeitet sich das ab, aber 20 Feuer, das geht sich schon aus. Und das Zeug brauchst du ja dann nämlich nur runterschaben, runterarbeiten und mit dem Feuerstahl anreißen. Ich verwende natürlich meinen XXL-Feuerstahl. Ist gemein, aber es ist so. Und kannst Feuer damit machen. Das will ich jetzt nicht sagen, das haben schon viele andere vor mir gemacht. Brauchst du nur fein, schöne, feine Locken haben und dann den Funken reingeben. Oder kannst du auch mit Feuerzeug machen. Wenn du einmal weißt, wie das Zeug ausschaut, es liegt einfach am Boden herum, in Kiefernwäldern, in alten Kiefernwäldern. Also jetzt nicht Jungwälder, die angesetzt sind. Wenn du einmal weißt, wie das Zeug ausschaut, und wenn du es einmal wirklich selber gefunden hast, dann kann ich dir nur eines sagen, du wirst es immer wieder sehen und auf einmal macht es klack. Und dann wirst du ganz viel mehr an Kiesspan finden. Den ersten Kiesspan finden ist immer das Schwierigste. Und ab dann? Ab dann ist es cool, ab dann geht es einfacher. Ich weiß, schau dir auch andere Videos an, wo Leute rausgehen und das noch einmal herzeigen und so weiter. Das mache ich natürlich nur für meine Kunden, die bei meinen Ausbildungen dabei sind. Das muss eine billige Eigenwerbung bei mir eingebaut werden. Da zeige ich das dann auch Schritt für Schritt her. Das war einfach ein kleines Beratungsvideo umsonst. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ob du der Meinung bist, dass Kiesspan kaufen eigentlich fad ist. Und solange du noch nicht so weit bist, kauf ihn dir halt. Das macht dir auch nichts. Schreib mal einen Kommentar. Ich gebe dir den Link zu meinen Ausbildungen, wenn du magst. Oder einfach in meinen Shop, wenn du magst. Zum Bushcraft Beaver. Zum Feuerstahl. Und ich war kurz davor, das Video eigentlich mit dem Lilimesser zu machen. Aber da haben wir gedacht, mach's doch mit dem Bushcraft Beaver. Aber das Lilimesser ist genauso cool. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.